Yo, was geht ab, Friends? Leon Lovelock wieder hier am Start für euch. Und heute gibt es wieder ein Trainingsvideo. Ich mache heute Unterkörpertraining. Das Oberkörpertraining ist gut angekommen und ihr wolltet Unterkörpertraining sehen. Jetzt heute der A-Plan. Yes, ich laufe jetzt rein ins Gym, mache mich ein bisschen warm und dann geht's los. So, Friends, erste Übung jetzt. Front Squats im 5x5 mache ich die. Schön tief, ass to grass. Und yes, ich habe jetzt angefangen mit der Stange. Gehe jetzt pro Seite immer mit 15er hoch. Falls es noch irgendwas gibt, Voice Over, wisst Bescheid. Und wir legen jetzt los. Erster Arbeitssatz jetzt 127,5. 5x5. Schauen wir mal. Ich habe mich ein bisschen gesteigert. Aber es muss schon gut gehen. Leute, es wird erstmal gestackt. Ein Scooper Alpha Minus, ein Scooper Infusion. Damit ich auch schön fresh bleibe. Guck mal, wen wir hier haben. Zeros, hä? Sehr geil. Und wie läuft die Übung? Es wird immer besser, immer besser. Ja? Wenn man drücken kommt. Oh shit! Oh shit! Heißt aber gute Gains gemacht, Alter. Ja. Wo hast du das Tanktop, hä? Selber gemacht. Fresh, Mann, fresh. Was kommt so Logo drauf? Yo, was geht ab, Peoples? Leon Lovelock hier am Start. L to the L to the L to the L, motherfucking L. Nein, Spaß beiseite. Ich melde mich hier kurz via Voiceover. Ich will einfach nochmal ein, zwei Sachen zu den Kniebeugen hier sagen, was wichtig zu beachten ist und warum ich Front Squats mache, Frontkniebeugen. Also bei mir ist es so, dass ich vor allen Dingen meine Quadrizeps trainieren will, ansprechen will bei den Kniebeugen. Und bei den Backsquats ist es so, dass ich einfach extrem viel Po-Arsch mit drin habe. Mein Arsch ist schon groß genug, wie ihr vielleicht gesehen habt in den letzten Oberkörpertraining. Und yes, deswegen nehme ich die Front Squats, damit ich mich schön auf die Quadrizeps trainieren kann. Nicht trainieren kann. Und yes. Also ich mache, wie gesagt, zweimal die Woche Front Squats, einmal die Woche Back Squats. Wichtig zu beachten hier, Leute, tief Luft holen, Bauch immer schön anspannen,
nicht in den Buckel fallen, immer schön Spannung im Core haben, tief runtergehen, die Ellenbogen so weit wie möglich nach oben drücken, damit die Stange nicht nach vorne rollt. Ihr habt es beim Aufwärmen bei mir gesehen, ich nehme bei den ersten Aufwärmsätzen die Hände komplett weg und strecke sie nach vorne aus, damit ich ein schönes Gefühl für die Stange bekomme. Damit ich schön merke, wie die Stange in den Schultern drin liegt und nicht mehr rausrutschen kann. Und so, ja, so trainiert ihr euch halt drauf, dass die Stange nicht mehr verrutscht. Bei mir war es die ersten Male auch immer so gewesen, dass die Stange verrutscht ist. Und seitdem ich das gemacht habe, bei den Warm-Ups einfach die Arme vorne ausstreckt, ist es extrem besser geworden. Es ist halt auch wirklich so, dass ihr die Stange wirklich bis an die Kehle schieben müsst. Ist am Anfang definitiv ein, kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Es tut auch am Anfang auf der Schulter weh. Aber wenn ihr die Stange schön an die Kehle legt, schön in die Schulter rein, dann kann die nicht mehr wegrutschen, wie ihr seht hier bei mir, bombenfest. Yes, eigentlich gibt's hier nicht mehr viel zu sagen. Ich lasse wieder ein bisschen Musik laufen, Leute, und dann geht's weiter. Hart, aber ist okay. Ich denke mal noch einmal bestätigen und dann hoch auf 130. Das Ziel auf jeden Fall. Das Ziel ist es, bei den Front Squats genauso stark zu sein wie bei den Back Squats. Schwer, aber machbar. So Leute, Front Squats durch. Nächste Übung jetzt Kreuzheben. Kreuzheben mache ich wirklich so, dass ich das nicht mit viel Gewicht mache, sondern wirklich langsam, schön Technik für den unteren Rücken. Ich habe seit 2 Monaten kein Kreuzheben gemacht vorher. Und habe einfach gemerkt, wie mein unterer Rücken angefangen hat zu schmerzen. Seitdem ich Kreuzheben wieder mache, ist es extrem viel besser geworden. Ich benutze hier immer das Liquid Kalk, Magnesium für die Hände. Damit ich auch einen schönen Grip für die an der Stange habe. Ich mag es nicht mit Handschuhen zu arbeiten, deswegen ist es eine richtig gute Alternative. Immer so wie Magic. Erster Satz jetzt aufwärmen.